Am Samstagnachmittag empfängt die TSG 1899 Hoffenheim zu Hause den FC Augsburg. Trainer Julian Nagelsmann könnte nach dem 2:2 Unentschieden in der Champions League gegen Olympique Lyon wieder einmal die Rotationsmaschine anwerfen. Oliver Baumann musste unter der Woche in der Champions League zweimal hinter sich greifen. Auch im letzten Ligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen konnte der Deutsche seinen Kasten nicht sauber halten. Wie beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart soll am Samstag aber wieder die Null stehen bleiben. In der defensiven Dreierkette dürfte Trainer Julian Nagelsmann wieder auf die gleichen Spieler setzen, die bereits gegen Lyon zum Einsatz kamen. Am ehesten wackelt dabei wohl noch Ermin Bekircic. Für den Innenverteidiger könnte auch sein junger Kollege Kevin Akpoguma zum Einsatz kommen. Kevin Vogt konnte in dieser Saison noch nicht an die Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. Dennoch ist der Kapitän eine tragende Säule der Hoffenheimer und wird daher aller Voraussicht nach auch beim Heimspiel gegen das Team von Trainer Manuel Baum in der Startelf stehen. Kasim Adams wechselte in diesem Sommer für die stolze Ablösesumme von 8 Millionen Euro von den Young Boys Bern zu den Kraichgauern. Zwischenzeitlich wurde der Innenverteidiger von einem Außenbandriss im Sprunggelenk ausgebremst, mittlerweile ist der 23-Jährige jedoch wieder fit und zumeist die erste Wahl. Nach den Kräftezehr in den letzten Wochen, könnte Julian Nagelsmann seinen beiden Dauerläufern auf den Außenbahnen eine Verschnaufpause gönnen. Für Nationalspieler Nico Schulz könnte daher Joshua Brennett die linke Seite beackern. Bislang kommt der junge Niederländer in der Bundesliga auf 2 Einsätze. Florian Grealitsch ist eigentlich in der Mittelfeldzentrale der Sinsheimer gesetzt. Aktuell fällt der Österreicher jedoch mit einer Zehenverletzung aus. Beim Spiel gegen die Fuggerstädter könnte Julian Nagelsmann daher Herbert Nordfeit das Vertrauen schenken. In der Vergangenheit wusste der Norweger aber nicht immer zu überzeugen. Auf der rechten Seite könnte Steven Zuber eine Chance erhalten. Der sonst gesetzte Pavel Kadarabek müsste sich mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben. Beim letzten Heimsieg gegen den VfB stand der Schweizer bereits in der Startelf und trug seinen Teil zum ungefährdeten Sieg bei. Unter der Woche konnte Andrej Kramarik beim Spiel gegen Olympique Lyon einen wichtigen Treffer erzielen. In der Bundesliga wartet der Kroate seit dem 6. Spieltag auf sein nächstes Tor. Gegen die Augsburger soll der Offensivspieler endlich wieder zuschlagen und sein Team auf die Siegerstraße bringen. Kevin Demirbay verpasste aufgrund eines Außenbahnrisses im Sprunggelenk und Adduktorenproblemen die Anfangsphase in dieser Saison und kam in der Bundesliga erst am 6. Spieltag zu seinem ersten Einsatz. Seitdem ist der 25-Jährige aber wieder zumeist die erste Wahl und könnte daher auch gegen den FCA in der Startelf stehen. Joe Linton ist in der Offensive der TSG die große Konstante und stand in der Bundesliga bislang in jedem Spiel auf dem Rasen. Beim 4:1 Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen vor einer Woche war der Brasilianer der Mann des Tages und war an 3 Treffern direkt beteiligt. Zuletzt schenkte Julian Nagelsmann in der Doppelspitze häufig Aishek Belfodil das Vertrauen, so auch beim 2:2 Remis am Mittwoch in Lyon. Gegen die Augsburger könnte jedoch Adam Schalay eine Chance erhalten. Der 30-jährige Ungar konnte in der Bundesliga bislang in 8 Spielen 4 Tore erzielen.